Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet InnovationsmanagerInnen als Intrapreneur. Und darüber sprechen wir mit Adrian Müller. Er ist Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und leitet dort das Institut für Innovation and Entrepreneurship. Gemeinsam mit Adrian beleuchten wir, wie sich die Rolle des Innovators in Unternehmen in den letzten Jahren verändert hat. Denn längst ist das Outsourcing von Innovationsfähigkeit über Inkubatoren, Venturefonds oder Akquisition nicht mehr der alleinige Königsweg. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Innovation aus sich selbst heraus zu erschaffen. Mit Adrian diskutieren wir deswegen darüber, ob Innovationsverantwortliche zukünftig zu Intrapreneuren werden müssen. Doch für welche Organisation ist Entrepreneurship der richtige Weg? Welche Vorteile und Risiken gehen damit einher? Und müssen sich Karrierepfade und Jobdescriptions nicht radikal verändern? Also nun mitten rein in Folge 30. Herzlich willkommen zu Folge 30 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg, und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist Sebastian Metzner. Auch herzlich willkommen von meiner Seite zu dieser Folge. Und Peter, bevor wir direkt in diese Folge hineinstarten, würden wir mit einer kleinen Hausmitteilung beginnen. Denn diese Podcast-Folgen, die wir alle zwei Wochen aufnehmen, die kann man sich jetzt nicht nur anhören, sondern man kann sie auch nachlesen. Auf trendone.com/podcast findet ihr unsere kompletten Transkriptionen zu jeder Folge. Und die haben wir für euch schön redaktionell aufbereitet, dass ihr vor allen Dingen auch auf den mobilen Endgeräten die Dinge, die wir hier so besprechen mit unseren Gästen, immer nachlesen könnt. Deswegen schaut gerne mal vorbei auf trendone.com/podcast. Genau. Mhm. Wir haben uns ja in den vergangenen Folgen sehr, sehr viel über die Rolle des Innovationsmanagers in Unternehmen gesprochen und darum gekümmert. Und dazu haben wir heute ein ganz, ganz wichtiges Thema mitgebracht. Peter, führ uns doch mal so ein bisschen rein in die Folge. Ja, genau. Wie du gerade schon gesagt hast, ist ja die Wirksamkeit bei uns für alle Themen so die große übergreifende Prämisse. Und daher wollen wir tatsächlich heute auf einen ganz wichtigen Baustein für das Thema transformative Innovation schauen. Und das ist tatsächlich der Intrapreneur. Also die Frage, wie Unternehmen Innovation aus sich selbst herausentwickeln können, statt nur von außen Innovationen zuzukaufen. Und wie Unternehmen dabei entsprechend halt Initiative und unternehmerisches Handeln von den Mitarbeitenden für sich nutzen können. Und da gibt es ganz viele Erfolgsbeispiele auch schon, die gezeigt haben, wie gut das funktionieren kann. Also zum Beispiel ist der Gmail-Service von Google durch Intrapreneurship entstanden, auch Google Maps und AdWords tatsächlich. Sogar die Sony PlayStation ist durch diesen Ansatz entstanden. Und von daher haben wir uns gedacht, das Thema Intrapreneurship, das sollten wir unbedingt einmal aufgreifen. Und dazu haben wir uns einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, und zwar Professor Adrian Müller. Adrian ist Professor an der ZHAW Zürich, das heißt Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, und leitet dort das Institut für Innovation und Entrepreneurship. Hallo Adrian, herzlich willkommen und großartig, dass du bei uns im Podcast bist. Ja, herzlich willkommen, danke euch. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch Gast sein zu dürfen. Und Adrian, du blickst auf eine absolut eindrucksvolle akademische Laufbahn zurück. Dein Lebenslauf verrät aber, dass du nicht nur im akademischen Umfeld unterwegs bist, sondern auch wirklich im Intrapreneurbereich schon selbst Erfahrungen gesammelt hast, die du jetzt weiterhin erforscht und auch lehrst. Lass uns doch zum Anfang mal so ein bisschen hineinschauen. Wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Herzlichen Dank für diese Frage. Ja, ich glaube, die letzte Frage ist vermutlich die schwierigste. Ich beginne mal vorne bei den einfacheren Fragen, was ich mache. Formal leite ich das Institut hier an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften an der School of Management and Law. Das heißt, ich trete an diese Themen Innovation, digitale Technologie, Unternehmertum etc. sehr stark von einer Management-Sichtweise heran. Und darf da ein ganz tolles Team führen, ganz gemischtes, heterogenes Team, vielleicht auch ein Thema, was wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben da vom englischen Raketeningenieur zur Physikerin, Soziologin, Betriebswirtschaftler, ein ganz buntes Team, was sich vor allem um drei Themen kümmert. Business Innovation, das heißt das ganze Feld von Geschäftsmodellinnovation, digital getriebene Innovation,
braucht Innovationssysteme, vor allem auch Ökosysteme. Auch das ist ein großes Thema an dieser Schnittstelle zu Entrepreneurship, was wir uns ja genauer anschauen wollen, wo es eben um akteursübergreifende Innovation geht, kollaborative Innovation, Co-Creation. Und Entrepreneurship im engeren Sinne, Unternehmertum, von Startups bis auch zu Corporate Entrepreneurship eben. Und so divers sich das anhört, es gibt unglaublich viele Schnittstellen in diesen Bereichen. Ich selbst bin auch Betriebswirtschaftler, komme ursprünglich aus dem strategischen Management und habe mich über viele Jahre auch eben mit Themen befasst, wie wir sie auch bei Trend One finden, Trends, Foresight, Strategic Foresight, wie gehen Menschen mit Zukunft um, wie fließt das auch wieder wiederum in ihr Denken und in ihr Handeln ein. Und über die Jahre und die Zeit habe ich dann auch noch links und rechts Abstecher gemacht, war 5 Jahre an der Zürcher Hochschule der Künste im Department Design, wo ich einen Studiengang aufgebaut habe, Trends heißt der. Und bin dann mehr und mehr über die Jahre auch in Richtung Entrepreneurship gekommen, selbst eben auch gegründet. Und ja, um da etwas Bezug zu nehmen auf die letzte Frage, wie ist dazu gekommen? Weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Konzept von Henry Mintzberg, wie entstehen Strategien. Es gibt die Plan Strategies und die Emergent Strategies. Ich glaube, hier haben wir es mit dem Fall einer klassischen Emergent Strategy zu tun. Es hat sich so ergeben und entwickelt. Und wenn ich mich vielleicht frage, was war denn das Treibende dahinter, dann glaube ich schon, ist es meine Freude und auch meine Überzeugung davon, dass wir uns entwickeln, wenn wir inspiriert werden. Und ich suche Inspiration und gleichzeitig freut es mich unglaublich, eben auch Inspiration weitergeben zu können. Und das ist vielleicht so der feine rote Faden, der sich durch diese Entwicklung hinzuzieht, sei das jetzt in der Lehre, in Weiterbildungsaktivitäten, Trainings, Beratungsaktivitäten. Und das begeistert mich. Und um das vielleicht gerade vorwegzunehmen, das ist nicht ein One-Way, Inspiration ist Two-Way oder ein X-Way-Prozess. Inspiration hat mit Interaktion zu tun und ja, deshalb, ich glaube, für das stehe ich sehr stark, das macht mir Spaß, macht mir Freude und vermutlich ist das auch etwas, was mich auf meinen weiteren Jahren auch begleitet. Jetzt musst du uns aber noch vielleicht ganz kurz, bevor wir ins Thema gehen, nochmal verraten, was inspiriert dich? Was sind die Quellen deiner Inspiration? Ja, da habe ich dir eine sehr klare Antwort darauf, aber ich habe recht lange gebraucht, bis ich das auch wirklich rausgefunden habe. Es sind vor allem Menschen. Technologien, das ist alles wichtig, es ist, oder ökonomische Modelle, alles, oder das alles zeichnet Wandel, Entwicklung und Innovation aus. Mich persönlich inspirieren Menschen und ich lebe das sehr stark, es bedeutet mir sehr viel. Also ich merke, wenn mir diese Interaktionen fehlen, dann verliere ich eben selbst Begeisterung und Inspiration und ich muss mich weiter bewegen, was auch immer dann das heißt. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ich liebe es, auch zu spüren, wie andere Menschen unterwegs sind, wie sie auf neue Ideen kommen, was sie auch bewegt, auch vielleicht manchmal hindert, um weiterzugehen. Und das gemeinsam zu reflektieren, weil dieser Austausch ist auch immer ein Spiegel. Ich habe vorhin gar nicht gesagt, dass ich habe selbst auch eine langjährige Coaching-Ausbildung und also jetzt klassisches Management-Leadership-Coaching, was ich gemacht habe. Bin auch zertifizierter Coach von der International Coaching Federation. Und das ist so etwas, die wundervolle Schnittstelle zwischen dem, was es bedeutet, Innovation voranzutreiben und gleichzeitig aber auch Menschen als treibende Faktoren hinter Innovation besser kennenzulernen, zu verstehen, braucht immer mit Neugierde oder sich weiterentwickeln zu können und dadurch auch selbst zu wachsen. Das ist ein sehr schöner Übergang tatsächlich ins Thema, finde ich, weil du hast ja eben schon von den vielen Themen, die du aufgezählt hast, auch das Thema Entrepreneurship genannt. Und da steht natürlich der Mensch als treibender Faktor ja immer auch im Mittelpunkt, auch als Initiator für Neues. Und da stellt sich natürlich tatsächlich die Frage, wie du so den Zusammenhang siehst zwischen eben großen Organisationen auf der einen Seite mit all ihren Eigenschaften und eben diesem Thema Unternehmertum innerhalb solcher Organisationen. Also ist das ein diametraler Widerspruch und kann Entrepreneurship das tatsächlich als Königsweg sozusagen so ein Stück weit auflösen? Mhm.
Also tatsächlich stelle ich zumindest immer wieder fest, dass es so wie ein kleines Naturgesetz gibt. Je größer eine Organisation, desto schwieriger wird es wirklich, diese Innovationsenergie aufrechtzuerhalten. Nicht, dass es nicht geht, aber es wird definitiv schwieriger. Und selbst höchst innovative Unternehmen sourcen ihre eigene Innovationskraft mittlerweile oftmals von außen, oder? Wie wir alle wissen. Und ich weiß nicht, ob es ein Naturgesetz ist, aber vermutlich ist es nahe dran. Natürlich erkennen das viele Unternehmen auch, erkennen das von selbst und versuchen natürlich immer wieder auf verschiedene Art und Weisen genau diesen unternehmerischen Gedanken, das unternehmerische Denken und Handeln auf verschiedene Arten und Weisen eben auch aufrechtzuerhalten oder zu pflegen etc. Übrigens, diesen Effekt, oder dass es eben immer schwieriger wird, je mehr man wächst, oder diese Innovationskraft aufrechtzuerhalten, das findet man nicht nur in den großen Unternehmen, sondern das findet man auch schon in sehr frühen Phasen von Startups. Also wenn wir so eine Early-Phase-Phase eines Startups haben, oder da ist alles sehr hands-on, da, wenn das vielleicht 2, 3 Gründerinnen und Gründer sind, man spricht direkt miteinander, da geht es nur um das Working in the Business. Und plötzlich rekrutiert man eine erste Reihe an Personen, Kolleginnen und Kollegen, die mitwirken. Plötzlich merkt man, es braucht mehr Abstimmung, es braucht mehr Policies. Und es geht unglaublich schnell. Und spätestens, wenn man dann in die Rapid Growth Phase kommt, in die Skalierungsphase, dann ist das große Thema. Wie kannst du eigentlich so ein Strategic Alignment und gleichzeitig aber eben auch diesen unternehmerischen Geist erhalten, den man doch noch so gut von vorher kennt, oder? Das stellt also auch schon Startups in diesen Phasen vor größere Herausforderungen. Und da gibt es immer wieder auch Beispiele dafür. Genau. Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Im Mai haben wir ja unser neues Trenduniversum gelauncht und es enthält mit seinen 17 Megatrends und 106 Makrotrends alle aktuellen Wandelphänomene. Damit diese hohe Anzahl an Trends übersichtlich bleibt, haben wir das Trenduniversum für euch als große A0-Infografik gestaltet. Dort könnt ihr von der künstlichen Intelligenz über die Urbanisierung bis hin zur Woke Culture all diese Trends auf einen Blick wahrnehmen. Ihr erfahrt dort auch, welche Veränderungen aktuell die größte Dynamik aufweisen. Denn das Trenduniversum soll euch dabei helfen, herauszufinden, welche der Trends sich in Zukunft auf euer Unternehmen am stärksten auswirken. Unter trendone.com/trenduniversum könnt ihr euch die aktuelle Megatrend-Map in Deutsch und in Englisch herunterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und nun wieder zurück in die Folge. Ich habe das Thema so ein bisschen mit Peter gemeinsam anrecherchiert und wenn man sich mal anschaut, woher kommt eigentlich dieses Wording Intrapreneuring, Entrepreneurship, ne, dann stößt man sehr, sehr schnell auf diese Quelle von Gifford Pinchot, dem Dritten, der schon, glaube ich, 1978 in verschiedenen Aufsätzen, aber auch in Büchern immer wieder diesen Intra-Corporate Entrepreneur genannt hat. Und der hat das genau das Gleiche eigentlich, was du gerade sehr schön dargestellt hast, damals auch so ein bisschen zugrunde gelegt, nämlich diesen Spagat zwischen dem, was die Gründer am Anfang im Unternehmen machen, in den Wachstumsphasen wachsen die Unternehmen und die Gründer rutschen eigentlich immer mehr in diese typische, auch Mintzbergsche Rolle des Managers rein und müssen dann Systeme aufbauen, Strukturen etablieren, Prozesse etablieren, eine Governance machen, all das, was halt beim Wachstum dazugehört. Und die eigentlichen Innovationstätigkeiten, die auch die Stärke eigentlich dieser Gründer waren, rücken immer mehr in den Hintergrund. Jetzt liegt entsprechend dieser damalige Ansatz schon über 40 Jahre zurück. Hat sich aus deiner Sicht an dem Thema Entrepreneurship seit daran was geändert? Ja, es wurde noch viel wichtiger. Tatsächlich sehe ich es heute so, wir betreiben eine der größten Startup-Plattformen in der Schweiz, das Startup Campus, und haben hunderte von Gründerinnen und Gründern jedes Jahr und immer wieder natürlich auch Corporate Entrepreneurship-Teams am Start. Und der Punkt ist schon etwas, dass dieser Geist, dieser Übergang auch des Entrepreneurs oder des Innovators, der in der Business arbeitet und dann noch on the Business arbeitet, der hat unglaublich an Gewicht gewonnen. Und wenn man sich anschaut, wie sich Innovation verändert, vielleicht kommen wir auch noch darauf zu sprechen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass Leadership
ein ganz, ganz großes Thema ist, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für erfolgreiche Innovation. Und das betrifft sowohl Startups wie auch Entrepreneure oder einfach auch Innovation Manager, wie man sich auch immer betiteln mag. Und das Problem oder die große Herausforderung ist genau diese, dass diese Leute auch Entrepreneure oder groß werden, indem sie mit guten Ideen aufkommen, indem sie es hinkriegen, eben Stimulation zu schaffen. Aber es kommt automatisch der Zeitpunkt, wo es eben um Leadership-Fragen geht. Und wenn ich von Leadership spreche, dann spreche ich jetzt hier nicht nur einfach, um irgendwie Leute zu führen oder ein Team zu führen, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, ganz klar, sondern es geht sehr stark auch um Aspekte wie Self-Leadership. Das Umfeld von Innovation oder in dem man heute Innovation betreibt und vorantreibt und im besten Falle dann auch eben Durchsetzungskraft erzeugt, das wurde nicht einfacher. Es ist komplexer, dynamischer auch, das wissen wir, aber es ist vor allem auch komplexer. Die klassischen Grenzen von Unternehmen, wir machen hier quasi Innovation und die anderen machen etwas anderes, das löst sich jetzt endlich mal immer mehr auf. Man ist eben in Ökosystemen unterwegs und umso mehr muss man sich bewusst sein, was sind deine eigenen Stärken, was sind deine eigenen Möglichkeiten, für was steht dein Unternehmen, ob klein oder groß, wie positionierst du dich, wie hältst du auch deine Energie aufrecht im Sinne von Frustrationstoleranz etc. Ganz, ganz große und wichtige Begrifflichkeiten. Und man kann bei uns auch Innovation Entrepreneurship studieren an der School of Management and Law. Und da gibt es ein ganz großes Modul, was ich mit Freude entwickelt habe und auch durchführe. Das heißt Entrepreneurial Leadership. Und genau um diese Themen geht das. Sowohl auf Self-Leadership wie auch auf Team-Leadership-Ebene. Und dieses Spannungsfeld ist ganz, ganz wichtiges und, glaube ich, sehr zentral für erfolgreiche Innovation. Also würdest du sagen, dass dieser Aspekt Leadership dann auch so den Unterschied ausmachen kann zwischen einem kreativen Mitarbeiter, der halt vielleicht viele Ideen hat, und aber eben auch einem Entrepreneur, der dann auch in der Lage ist, dann strukturiert diese Ideen umzusetzen? Weil kreative Köpfe gibt es ja oft viele und Ideen gibt es auch viel mehr, aber deshalb sind ja kreative Mitarbeiter noch lange keine guten Entrepreneure, die in der Lage sind, dann auch solche Dinge halt Richtung Umsetzung zu treiben. Also ist dann dieser Punkt Leadership, ist das dieser Unterschied, den es dazu braucht, um ein guter Entrepreneur zu sein? Es ist eine verlockende Überlegung, die du anstellst, Peter, und dennoch werde ich jetzt vorsichtig, oder zu sagen, ja, da gibt es so eine Typologie, oder? Also wir kennen genug Typologien aus der Organisationspsychologie und sicherlich lassen sich die einen oder anderen auch da oder dort einsortieren. Ich glaube, oder wirklich erfolgreiche, gute, professionelle Entrepreneure oder Entrepreneure, die müssen über beide Fähigkeiten verfügen. Also es genügt nicht einfach nur kreativ zu sein und es genügt auch nicht einfach jetzt nur den Leader zu markieren, ich sag's mal etwas plakativ. Es geht um divergentes Denken, es geht um konvergentes Denken, es geht um Iterationen, gerade wie man heute eben, wenn man sich anschaut, wie Innovation heute vermehrt stattfindet, über schlanke, schnelle Iterationen etc. Es braucht immer wieder beides. Und natürlich findet man in Teams immer wieder Situationen, da geht es mehr um die Kombination von Leuten, die sich dann gut ergänzen. Selbstverständlich ist das wichtig. Aber wenn wir jetzt mal so von einem idealtypischen Bild eines Entrepreneurs oder auch Corporate Entrepreneurs, wie man die Person ja auch gerne nennt, spricht, dann glaube ich, geht es schon um beides. Die Herausforderung, glaube ich, liegt heute einfach mehr darin, dass der Fokus zu stark eben auf diesem kreativen, eher auf Frontend-Innovationsarbeiten und Aktivitäten liegt und eben zu wenig auf dem, was es dann eigentlich heißt, diese Energie dann, diese kreative Energie dann auch umzuwandeln in Durchsetzungskraft. Und da braucht es sehr viel mehr dieses Bewusstsein von Leadership. Und das beginnt zum Teil bei ganz einfachen Kompetenzen auch. Also auch, einfach auch zu wissen, wann ist für mich, bin ich in der richtigen Situation energetisch auch Vollgas zu geben, für etwas einzustehen, zu kämpfen, und wann ist es vielleicht eher mal eine etwas stillere Zeit? Also für mich gehören auch Themen wie eben Achtsamkeit, das Verständnis von, was bedeutet Resilienz, auch für mich selbst, oder? Wie bemerke ich, dass ich jetzt überlastet bin? Weil Entrepreneure, also die haben sehr viel zu leisten in oftmals sehr schwierigen Rahmenbedingungen, weil sie sind die Schnittstelle des Bestehens und des Neuen, oder? Und da muss man auch mal erkennen, wo liegen meine Grenzen und auch sich das einstehen können und auch sagen, okay, wann brauche ich jetzt mehr Unterstützung oder andere Leute, die mir etwas abnehmen etc. Da geht es durchaus auch um solche Themen. Und das ist komplett neu, oder? Im Umfeld von Innovation Management. Das sind Themen, die hat man bei HR, oder? So klassischerweise.
Und das sehen wir bei uns etwas anders. Also bei uns, wenn wir das integrierter sehen und verstehen wollen, dann gehört das zwingend mit dazu. Kommt hinzu, weil für mich ist, und ich verwende jetzt etwas oft das Wort Energie, aber letzten Endes geht es darum, für mich ist auch kreative Energie eine sehr edle Form von Energie. Also auch wenn ich oder müde bin, etwas operativ einfach weiter abzuarbeiten, das mag ja noch gelingen. Aber Kreativität oder Inspiration, oder da brauche ich auch einen gewissen Zustand, oder in den ich kommen muss, damit mir Ideen kommen. Und wenn ich jetzt von Ideen spreche, geht es übrigens nicht nur einfach darum, irgendwelche, weiß ich was, neue Geschäftsideen zu finden, sondern wir braucht, oder ein Entrepreneur braucht natürlich sehr, sehr viel auch Kreativität und kreative Energie, um diese 10.000 Dilemmata, in denen er tagtäglich konfrontiert ist, auch gute Wege zu finden, um weiterzukommen, oder? Man ist ja, es gibt ein schönes Zitat eines Kollegen, Serial Entrepreneur, der mal gesagt hat, weißt du, Adrian, Entrepreneurship, er hat das einfach allgemein auf Entrepreneurship bezogen, ist eigentlich ganz einfach. Du musst nur den richtigen Fit zwischen Produkt und Markt finden, bevor dir das Geld ausgeht. Und das finde ich so brillant auf den Punkt gebracht. Aber wenn man sich das mal etwas, sag mal, gedanklich eben in den Zellen zergehen lässt, dann merkt man auch, wie viel Komplexität da drin steckt, oder? Und Ambiguität da drin steckt. Es ist eben ein großer Prozess. Es ist nicht so, ah, das ist das Konzept und das ist das Bedürfnis, perfekt, ist ein Match, super, sondern das braucht sehr viel Reifung, Entwicklung. Wir sprechen von Lernen und Wachsen, oder? Jetzt im Startup-Kontext mehr, aber es trifft auch auf den Entrepreneurship-Kontext zu. Ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, dem ich sage, das erste Ziel eines Ventures, und das beziehe ich jetzt eben auf beide Umfelder, ist es nicht Umsatz zu erarbeiten, sondern ist es zu lernen und zu wachsen. Zu verstehen, zu lernen, und der Rest kommt von selbst. Und das wiederum hat sehr viel mit Leadership zu tun, selbstverständlich. Ich würde gerne mal nochmal so einen ersten größeren Themenblock vielleicht jetzt für die Folge aufmachen, und das ist der Bereich, für wen ist eigentlich das ganze Thema Intrapreneurship oder auch Corporate Entrepreneurship, für wen ist das Richtige? Weil du hast es vorhin so ein Stück weit eingeführt, ihr habt mit dem Studiengang ein Programm entwickelt, viele große Unternehmen bieten auch diese Programme an, in denen Mitarbeitern genau diese Skills erwerben können, wo sie vorbereitet werden. Aus meiner Wahrnehmung ist es immer so, dass das sehr, sehr große Unternehmungen oder Organisationen machen, also diese Programme anbieten oder dann auch Studenten entsenden oder das Dual anbieten. Gibt es eine Korrelation aus deiner Sicht zwischen der Unternehmensgröße und dem Intrapreneurship-Programm, dass das eigentlich nur was ist, was sich in großen Organisationen zeigt und wirksam wird? Ich würde es mal so sagen, es hängt für mich davon ab, wie man jetzt Intrapreneurship versteht. Ist es eine Funktion oder ist es ein Mindset? Und ich glaube schon, wenn man es als Funktion versteht, dann braucht es eine gewisse Größe. Also es macht schlichtweg keinen Sinn, ein formales Entrepreneurship-Programm aufzuziehen, wenn das ein kleines K ist, ein Kleinunternehmen mit, weiß ich was, 30 Personen. Weil da ist sowieso jeder noch gefordert, oder unternehmerisch zu denken und zu handeln. Einfach aufgrund der Ressourcenknappheit, der tiefen Spezialisierung der verschiedenen Personen etc. Im Sinne eines Mindsets, glaube ich, ist das diese Desiderat der Zukunft, wenn ich ehrlich bin. und ich möchte dieses Mindset von Entrepreneurship gar nicht so sehr jetzt nur auf Leute, die mit Innovationsfunktion zu tun haben, beziehen. Wir haben in unseren Kundenkursen, zum Beispiel auch in unseren Weiterbildungs- und angewandten Trainingskursen, haben wir Leute aus HR-Abteilungen. Also bei Leuten oder aus dem Einkauf, oder? Gut, Einkauf können wir sagen, sie waren immer schon unternehmerisch, oder? Sie müssen gut verhandeln können. Aber einfach auch so diese Schnittstellen, die man gar nicht so schnell und so sehr denkt. Also auch, dass die Finanzabteilung eben sehr weiß, was sind eben Implikationen, wie funktioniert dieses unternehmerische Denken im Unternehmen und wo sind da zum Beispiel auch Trade-offs eben zu herkömmlichen Finanzprozessen und Systemen. Dieses Verständnis ist extrem wichtig, damit Entrepreneurship auch wirklich zu echter, erfolgreicher Innovation führt. Und letztlich ist dieses Mindset, glaube ich, etwas unglaublich Wichtiges. Schaut euch mal an, wie schwierig es geworden ist, wirklich neue Innovationen auf den Markt zu bringen. Es gibt auch andere Faktoren, die begünstigend wirken, aber im Allgemeinen sind wir in so stark gesättigten, oder
muss aufpassen, dass ich das jetzt da nicht zu plakativ sage, aber in vielen, vielen Märkten sind einfach wirklich gesättigt. Die verändern sich zwar, aber es ist in vielen Bereichen nach wie vor so ein Red Ocean Kampf oder weiß nicht, ob ihr Red Ocean, Blue Ocean Konzept kennt. Und es ist nicht einfach mal wirklich die richtigen Innovationsfelder und Opportunitäten zu finden und B, dann aber gleichzeitig auch noch diese vielen unglaublichen Hürden zu überwinden. Ich sage dem immer das Immunsystem des Unternehmens, oder? Und gegen dieses Immunsystem anzukämpfen. Und das ist ja schon mal per se, oder? Ein Widerspruch in sich selbst. Ein Immunsystem ist etwas Schönes, wissen wir eigentlich gerade in aktuellen Zeiten, oder? Schätzen wir das besonders. Aber wenn es um Innovation geht, kann ein Immunsystem auch etwas sehr Hinderliches sein. Und wenn man sich anschaut, wie Innovation heute eben immer mehr, vor allem eben fundamentale Geschäftsinnovation stattfindet, dann handelt es sich immer sehr stark um neue Geschäftsmodelle, um die großen Züge. Es geht sehr stark darum, um fundamentale Innovation, nicht inkrementelle. Oder, also es geht nicht um die kleinen Innovationsschritte. Das gibt es nach wie vor und hat auch seinen Platz und ist wichtig. Aber und da sind wir auch wieder beim Thema Startups. Startups erschüttern halt vieles. Und übrigens, ein Startup, und das ist mein Verständnis vom Startup, ist eigentlich auch nichts anderes als eine spezialisierte Organisation, die einfach auch ein neues Geschäftsmodell sucht und erschließt. Deshalb ist es ja auch so spannend, für bestehende Unternehmen auch mit Startups zusammenzuarbeiten. Und gibt es auch immer mehr diese offenen Formate von Competitions, Hackathons, Incubation, Venture Nurturing und so weiter und so fort. Weil man eben auch herausfindet, dass die eben viel schneller sind, Dinge herausfinden, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht, um Bedürfnisse, um Möglichkeiten mit Technologien, als das in bestehenden Unternehmen der Fall ist. Und Entrepreneurship, um das auf den Punkt zu bringen, ist eben eine dieser Disziplinen, eines dieser Mindsets, die für mich sehr, sehr essentiell sind, wenn es darum geht, dieses Immunsystem besser und mehr überwinden zu können. Ja, wir hatten das Thema tatsächlich auch gerade, Stichwort Immunsystem in einer, was war es jetzt hier, die vorletzte Folge, Innovationsfeindlichkeit, da haben wir auch genau über diesen Aspekt gesprochen, dass natürlich Unternehmen als Organisationen dazu neigen, fremdartige Entwicklungen halt erstmal auch abzustoßen halt, ne, genau durch diesen Aspekt des Immunsystems. Und dass natürlich auch Entrepreneurship eben auch eine Art und Weise sein kann, um diese Barriere halt vielleicht ein Stück weit auch zu überwinden. Und was aus unserer Sicht immer ein spannender Aspekt dabei ist, ist halt, welche Muster du vielleicht so aus deiner Erfahrung auch beobachtet hast, wo auch dieser Ansatz des Entrepreneurships besonders gut funktioniert. Weil wir haben jetzt ja schon gelernt, dass natürlich einfach qua der Rahmenbedingungen größere Organisationen halt auch eher darauf angewiesen sind, solche Ansätze zu fahren. Und aber da stellt sich ja auch die Frage halt, ob zum Beispiel auch Umweltbedingungen, wie zum Beispiel, also in welcher Branche bin ich unterwegs, wie stark ist eigentlich auch vielleicht in meinem Unternehmen das Thema Forschung und Entwicklung ausgeprägt? Also was machen diese Faktoren halt mit diesem Thema Entrepreneurship? Gibt es da so Muster? Weil du hast ja eben auch schon gesagt, dass es inzwischen ja auch durchaus schwer ist, neue Innovationen in den Markt zu platzieren, neue Product-Market-Fits schnell zu finden, was natürlich aber auch sicherlich von Branche zu Branche ja auch nochmal unterschiedlich sein mag und auch vielleicht davon abhängig ist, auch wie in deiner Unternehmens-DNA so dieses Thema F&E zum Beispiel tatsächlich auch drinne steckt. So, ne? So sind dir da so Muster aufgefallen, wo du sagst, so, ja, das sind gute Einflussfaktoren, die das Unternehmen leichter machen, Entrepreneurship aufzubauen oder eher schwerer machen? Du hast jetzt verschiedene Dinge natürlich angesprochen. Ich möchte mit meiner Analogie des Immunsystems weiterfahren. Ein Immunsystem kennt ja, und ich bin nicht Arzt und Biologe, aber ich gehe mal davon aus, nicht so, dieses Bakterium und dieser Virus, vielleicht ist er von außen, vielleicht ist er schädlich, vielleicht ist er auch von innen, ich weiß nicht so recht, ist ja okay, oder? Also er kennt entweder angreifen oder ist körpereigen oder nicht angreifen, so 0 oder 1. Und ich glaube, dass dieser Wirkungsmechanismus durchaus auch im Bereich von Business Innovation und größere Geschäftsinnovation, dass sich das genau gleich da auch beobachten lässt. Das heißt,
Innovationen außerhalb einer Businessline zu entwickeln und das dann einzuverleiben, kann eben zu einer massiven Immunreaktion führen. Ja, manchmal sogar allergisch. hingegen, wenn der Eindruck eben da ist und oder vielleicht es sich tatsächlich auch so abgespielt hat, dass ein neues Geschäftsmodell, ich bleibe mal auf dieser Ebene, aus dem eigenen Körper heraus, aus dem eigenen Unternehmen heraus, oder auch entwickelt wurde, dann wird das Ding nicht abgestoßen. Das heißt nicht, dass das dann nicht den herkömmlichen Geschäftslogiken widerspricht, oder? Aber es wird eher akzeptiert und absorbiert. Und das ist natürlich eine absolute Gretchenfrage, ja, wie man so schön sagt. Wie kriege ich es hin, quasi von einem bestehenden Geschäftsmodell auf ein neues Geschäftsmodell zu switchen, ohne dass ich quasi in dieses Innovators Dilemma zu stark da hineintappe, oder? Und dann irgendwie das gar nicht hinkriege, eben dieses andere Geschäftsmodell dann bei mir aufbauen zu können. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe oder die ich immer wieder beobachte, die man auch wissenschaftlich immer wieder beobachtet, entweder es kommt vom eigenen System, und da knüpfen wir eben bei Entrepreneurship an, oder? Oder es wird außen gepflegt und dann eher portfoliomäßig integriert, oder? Und irgendwann wird das hier runtergefahren, das andere hier hochgefahren, oder? Das dazwischen ist unglaublich schwierig. Wenn man das jetzt verknüpft mit bestehenden Innovationsfunktionen oder einer F&E, und meine Feststellung ist, die F&E von vor 20, 30 Jahren ist auch nicht mehr die F&E von heute, oder? Also, das hat sich auch stark verändert. Dennoch gibt es natürlich viele, auch Großunternehmen, gerade auch so im Engineering oder naturwissenschaftlichen Kontext unterwegs sind, die pflegen halt schon noch sehr stark diese stark technologische Forschung, weil die sehr hoch spezialisiert ist, ist man eben sehr fokussiert unterwegs. Und ich glaube, da ist es zum Teil dann schon auch schwierig, diese stärker integriertere Sichtweise von Business Innovation auch einzunehmen, oder? Was ist ein Geschäftsmodell? Heute versteht man unter einem Geschäftsmodell, sag mal, Antworten auf drei Fragen, oder? Was bieten wir eigentlich an? Also was ist unser Wertangebot, unser Nutzenversprechen? Was ist unsere Wertarchitektur? Wie erstellen wir das und liefern wir das eigentlich aus? Und wodurch können wir das Ganze aufrechterhalten? Was sind unsere Ertragsströme? Das heißt, es gibt eben alle Facetten in einem Geschäftsmodell. Es gibt die kundenorientierte, marktorientierte Facette, es gibt die Finanzperspektive und es gibt natürlich eher die Technologie-Supply-orientierte Perspektive. Wenn wir in Geschäftsmodellen denken und innovieren, und das ist heute sehr oft halt das Credo in sehr, sehr vielen Unternehmen, dann brauchen wir diese integrierte Sichtweise schon sehr früh. Also sequentielle Innovation ist heute schwierig, oder? Also wir probieren hier mal was aus, à la Technology Push, und dann schieben wir das mal irgendwie so in Richtung Marketing, die das dann noch in den Markt reintragen sollen. So funktioniert heute Innovation einfach immer weniger. Wir haben offene Innovationssysteme, also Open Innovation wurde bereits in den 90er Jahren ausgerufen und mittlerweile ist es auch in der Praxis natürlich angekommen. Großfirmen praktizieren das schon ein bisschen länger als vielleicht KMUs. Diese Linearität, die gibt es so einfach nicht mehr. Das muss viel integrativer stattfinden. Und ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und da sind wir übrigens auch bei einem Thema, oder? Mit diese funktionale Gliederung oder Aufteilung eines Innovationsprozesses, die kommt komplett an die Grenzen. Und deshalb ist Entrepreneurship so ein erfolgsversprechender Ansatz, weil ein Entrepreneur arbeitet lateral. Oder eine Entrepreneurin, möchte ich auch immer wieder mal betonen, die arbeiten lateral, quer durchs Unternehmen, quer über die Abteilungen, die stehen ein für ihre Idee, mit ihrer Vision, die kämpfen dafür, die gehen mit Energie rein, die begeistern andere, die verkaufen und pitchen diese Vision, die sind auch bereit, Risiken zu übernehmen. Und das ist eine fundamental andere Logik. Das schließt natürlich aber nicht aus, dass es ganz tolle Intrapreneurs gibt, auch in einer F&E-Abteilung.
Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut euch auf jeden Fall einmal den Trendcall an. Denn einmal im Monat stellt euch mein Kollege Sandro Megerle die 5 wichtigsten Trends dort vor. Der Trendcall ist ein sehr, sehr kompaktes 45-minütiges Webinar. Und dort erfahrt ihr alles zu den Hintergründen der Trends und lernt die Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen kennen. Bereits seit 2 Jahren machen wir den Trendcall. Monat für Monat nehmen dort ungefähr 150 Personen teil. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um einfach up-to-date zu bleiben. Am Donnerstag, den 5. August, findet der nächste Trendcall statt. Und wenn ihr teilnehmen wollt, folgt uns auf LinkedIn unter linkedin.com/company/trendone. Dort posten wir immer rechtzeitig alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon mal vorab Einblicke in die Inhalte. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Was mich interessiert, und das hast du ja gerade nochmal gesagt, ist, dass dieser eine Weg sein kann, dass entsprechend dieses Immunsystem nicht so stark, oder dass die Reaktion nicht ganz so stark ist, dass es im System, im Unternehmen stattfinden muss. Welche Voraussetzungen müssen ein Unternehmen so ein bisschen aus der Innenperspektive mitbringen, damit das quasi funktioniert? Du hast gerade schon die Lateralität als vielleicht eine Voraussetzung angesprochen, ne? Dass man preisübergreifend denken. Gibt es da weitere? Impfungen sind immer heilsam. Nein, das polarisiert jetzt, wenn ich das sage. Bleiben wir einfach beim Bild, beim positiven Bild einer sehr wirksamen Impfung, oder? Ich glaube, Unternehmen müssen sich schon sehr frühzeitig mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, um einfach auch etwas die thematische Sensibilität entwickeln zu können. Und das betrifft alle Ebenen übrigens, also wirklich alle Ebenen eines Unternehmens. Das heißt, oder ich sage uns vielleicht schon eher ein Problem natürlich im KMU-Bereich, oder aber im KMU, also kleinen, mittelgroße Unternehmen, die sind sehr oft, die haben eben als ganz kleine Unternehmen ein Geschäftsmodell gefunden, was sie dann als mittelgroßes Unternehmen noch etwas weiter spezifiziert oder vielleicht in Varianten aufgebaut und ausgebaut haben und verdienen da ihr Geld, hoffentlich, natürlich. Aber es ist nicht unbedingt dann nativ, dass man sagt, ja gut, also jetzt haben wir diese soeben gerade aufgebaute und jetzt Geschäftsmodell, was wir jetzt ausschöpfen, jetzt werfen das gerade schon mal wieder über den Haufen und suchen gerade schon mal 3 neue, oder? Verständlich aus meiner Sicht, oder? Und das heißt, es gibt gewisse Themen, mit denen man sich früher schon auseinandersetzen sollte. Was ist Geschäftsmodellinnovation? Was unterscheidet Geschäftsmodellinnovation von Produkt- und Dienstleistungsinnovation eigentlich? Wie funktioniert das anders? Weshalb ist es denn so wichtig? Gerade im europäischen Raum hat sich diesbezüglich die Art und Weise erfolgreicher Innovation hat schon stark verändert. Also ich habe das schon vorhin angesprochen, es geht viel, viel schneller heute um ganze Geschäftssysteme, Wertschöpfungslogiken, die von Anfang an komplett neu aufgebaut werden. Und nicht nur einfach eine neue Variation eines einzelnen Produktes oder eine zusätzliche Dienstleistung, die man noch mit ankoppelt. Wie gesagt, das hat auch seinen Stellenwert, das ist wichtig. Aber das Problem ist halt, wenn sich die grundsätzlichen ökonomischen Wertschöpfungsstrukturen verändern, die strukturellen Grundlagen verändern, dann nützt es nichts, wenn ich das Bestehende noch ein bisschen besser mache. Oder? Das ist ein bisschen auch der Unterschied zwischen Innovationseffektivität und Effizienz. Effizienz im Sinne von das Bestehende besser machen. Die Schweiz zum Beispiel hat ja eine wundervolle Tradition in inkrementeller Innovation dieser Art. Die ganze feinmechanische Tradition, in die man weiterentwickelt hat, in die Maschinenindustrie, Kaffeemaschinen, solche Dinge, oder? Ja, nur wenn Kaffee halt heute nicht mehr getrunken würde oder anders getrunken wird, oder? Dann braucht es diese Maschinen einfach nicht mehr und die können noch so ausgefeilt sein. Nicht, dass dem so wäre, aber es ist ein kleines Beispiel dafür. Und ja, und da sind halt auch etwas die Grenzen der sehr technologiebezogenen Innovationsarbeit, weil Technologien, oder? Da schaut man immer auf die neuen Möglichkeiten. Aber wenn sich eben Märkte, Geschäftsmodelle, ökonomische Strukturen komplett ändern, dann bringt diese Technologie vielleicht gar nicht mehr so viel. Ja, beziehungsweise auch, was du auch oft hast, ist, dass da so eine Interdependenz da ist, ne? Dass im Grunde ja auch technologische neue Opportunitäten ja die Märkte dann auch wieder transformieren, dass vielleicht nicht erkannt wird. Also zum Beispiel Kodak ist ja das berühmte Beispiel, wo ja eigentlich Entrepreneurship fast funktioniert hätte, weil die haben ja quasi selber ja
beziehungsweise ein Ingenieur bei Kodak hat ja selber in den 70ern schon die Digitalkamera entwickelt und die haben das ja sogar auch patentiert. Also im Grunde ja wunderbarer Ansatz, der ja zeigt, welche Innovationskraft in dem Unternehmen eigentlich drinsteckte, dass sie in der Lage waren, im Grunde genau die Technologie selbst zu entwickeln, die dann aber nachher leider ihr eigenes Geschäft zerstört hat, so. Was würdest du da sagen? Also, das ist ja ein sehr negatives Beispiel, wo man im Grunde gemerkt hat, okay, es hat nicht geklappt, dass quasi diese Immunreaktion überwunden werden konnte. Ne? Und gibt es aus deinem Alltag oder aus deiner Erfahrung auch positive Beispiele ein, die man nennen könnte, wo Entrepreneurship sehr gut funktioniert hat, die du jetzt auch so mit uns hier teilen kannst? So? Peter, darf ich schnell anknüpfen bei dem Kodak-Beispiel? Ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch noch eine ganz wichtige Message drin, um auch nochmals auf die Frage von Sebastian von vorher, was sind denn so die Voraussetzungen, oder, dass Entrepreneurship gut funktionieren kann? Wir haben bei uns gerne einen sehr bekannten klassischen Case, den wir uns anschauen, Netflix Blockbuster. Blockbuster, die große Videothekenkette der 80er, 90er, der einer der ganz wichtigen Absatzkanäle auch der amerikanischen Filmindustrie. Und dann kommt da Netflix, damals noch so mit DVD-Sharing, postalisch, oder? System. Und Reed Hastings, der Gründer von Netflix, wollte sich ja Blockbuster verkaufen. Der wollte da eigentlich einen Exit machen, ist dann nach Dallas gereist. Und Blockbuster hat sich dann entschieden, Netflix nicht zu kaufen. Warum auch immer? Das ist genau das Spannende. Weil Reed Hastings hat natürlich gemeint, ja gut, ich wäre ein perfekter Online-Ast für die Zukunft für euch, oder? Und was wir bei uns jeweils durchspielen, ist, wir machen eine Simulation dieser Geschäftsleitung von Blockbuster. Und es kommt dann ein Reed Hastings und preist Netflix an und mit den Studierenden und Weiterbildungsteilnehmern, oder da ist ein CFO, da ist ein Regionenleiter, der macht das, der hat diese Funktion. Wie reagiert ihr jetzt auf dieses Angebot von Reed Hastings? Und die große Erkenntnis dann zum Schluss ist, es ist eben nicht so einfach. Es ist eben nicht einfach, einfach zu sagen, ja, die Gell oder Blockbuster hatte da gar keinen Mut und die hätten jetzt einfach viel mehr Geld in Innovation stecken müssen. Hey, man kannibalisiert sich manchmal aufs Gröbste selbst. Und wer möchte sich schon eines seiner beiden Beine abschneiden in der Hoffnung, dass da vielleicht in Zukunft ein neues wächst? Oder? Und es gibt unglaublich gute Gründe, weshalb man nicht jetzt sofort auf so ein kannibalisierendes neues Geschäftsmodell eben rübersteigt. Da geht es um Verantwortung für Arbeitsplätze, da geht es um Verträge, die man gemacht hat, da geht es um Investitionen, die zuerst abgeschrieben werden müssen, oder? Das heißt, wir befinden uns in diesem großen oder größeren, eben auch disruptiven Innovationsumfeld sehr oft in klassischen Innovators-Dilemmas, oder Dilemmata, oder? Das heißt, es ist nicht so einfach und es braucht sehr viel Abwägen, sehr viel Geschick. Und nur schon diese Erkenntnis ist eben eine ganz, ganz wichtige, um erfolgreich auch Entrepreneurship kultivieren, pflegen, fördern und leben zu können. Es ist nicht 0 oder 1. Es ist ein Kontinuum und jedes Unternehmen muss da auch etwas in seiner Kultur, in seinem Umfeld, in seiner Branche den eigenen Weg finden. Aber was würdest du sagen? Also, du hast natürlich völlig recht, dass auch diese ganzen Cases hier auch immer nur im Nachhinein so klar und logisch halt dann lesen, weil man dann natürlich weiß, dass nachher Netflix wunderbar funktioniert hat und natürlich das im Nachhinein glasklar und logisch ist. Aber natürlich, du hast völlig recht, in der damaligen Situation war das total ungewiss, was mit Netflix passiert und ob nicht doch diese klassische Blockbuster-Video-Story nicht vielleicht doch noch weiter funktioniert. Das war damals ungewiss. Und was würdest du sagen, aber wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Entrepreneurship gucke und quasi jetzt, also wenn ich jetzt mir so eine Entrepreneurin halt vorstelle in einer bestehenden Organisation, die halt da großartige Ideen hat, die quasi die Zukunft des Unternehmens darstellen könnten, aber möglicherweise auch das Potenzial haben, das Kerngeschäft halt zu kannibalisieren. Wie gehe ich damit um? Also wie kann ich quasi auch im Rahmen von Leadership auch vielleicht so diesen Druck von dieser Mitarbeiterin wegnehmen und sie auch so ein bisschen halt davor beschützen, sozusagen in Verruf zu geraten, dass sie ja hier im Grunde halt an den Grundfesten des Unternehmens gräbt. Ja, also eben, wie gesagt, das Grundproblem schlechthin, oder? Und es gibt sehr große, erfolgreiche Unternehmen, die immer wieder scheitern und gescheitert sind, oder, damit. Und
Ich glaube, es gibt schon geschicktere Verhaltensweisen und weniger geschickte Verhaltensweisen, oder? Und wenn ich mich nochmals beziehe oder auf die positiv gemeinte Impfung von vorhin, oder? Und das ist aber einfach auch klassisches Change and Transformation Management, oder? Also, wenn ich dem bestehenden System, wenn ich das genügend früh mit einbeziehe und auch richtig und gut einbeziehe, dann bekommt die bestehende Business Line, um jetzt mal bei einer solchen Geschichte zu bleiben, oder, fühlt sich natürlich schon als Co-Creator einer solchen Idee. Das heißt, es wird auch weniger abgestoßen, weil man selbst auch daran gearbeitet hat, weil man selbst mitentwickelt hat. Und da geht es sowohl um natürlich inhaltlichen Fit, weil man ja mitgesteuert hat oder mitgestaltet hat, als auch um den mentalen Fit, weil man sich sagt, gut, wir waren dabei, oder? Also dieses Not Invented Here-Syndrom, was es nach wie vor gibt, aus meiner Sicht, oder? Kann man dann einfach auch besser überwinden, oder? Und wie gesagt, das wären für mich schon sehr wichtige Grundsätze, aber dann gibt es halt ganz, ganz viele Dinge, die müssen einfach auch gegeben sein. Ganz grundsätzliche Dinge. Gibt es eine gute Innovationsstrategie überhaupt? Wir stellen immer wieder fest, wir arbeiten ja auch mit Unternehmen zusammen, oder? Und dann sagen die, wir möchten so ein Entrepreneurship-Programm mit euch machen. Und dann sagen wir halt einfach auch, ja, was sind denn die Grundlagen für dieses Entrepreneurship-Programm? Und wenn man zum Beispiel nicht weiß, wo liegen denn eigentlich die relevanten Innovationsfelder unseres Unternehmens, dann ist das schwierig und es sind einfach Risiken da, dass sich das verzettelt, oder? Oder wenn das Bewusstsein nicht ist, dass Innovation auch Investitionen bedeuten, also ideelle, aber auch Risiken in Kauf zu nehmen, Finanzierung etc., da kann ich noch so viel Entrepreneurship promoten. Es wird nicht weitergehen, es wird nicht weiterkommen. Und das sind einfach auch diese Themen von Top-Down-Support, genau gleich wie Bottom-Up-Inspiration zu ermöglichen. Es sind eigentlich die ganz klassischen Lektionen auch des Innovationsmanagements, wie wir das schon aus den so 80ern, 90ern auch kennen, die da einfach auch mit dahinter stehen, aber sich jetzt einfach etwas anders zeigen. Genau. Und nochmal so ein bisschen auf die Rolle des Entrepreneurs zu kommen. Du hast ja vorhin gesagt, so ein bisschen, welche Skills die verschiedenen Personen mitbringen müssen. Ändern sich dadurch auch ein Stück weit die Karrierewege und die Mitarbeiterentwicklungspfade in einem Unternehmen? Müssen Unternehmen da nicht auch stark drauf reagieren, auf solche Entwicklungen, damit das, was ihr gerade jetzt nochmal besprochen habt, auch mit der Netflix-Logik, wirklich dann auch entstehen kann? Kann das in den aktuellen Strukturen vielleicht gar nicht entstehen? Eine sehr schöne Frage, Sebastian. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Wenn man sich einfach nochmals so ein bisschen rauszoomt und sich etwas anschaut, wie findet Innovation heute statt und sagen, ja gut, also wir sind jetzt nicht mehr in Closed Innovation, sondern wir sind in Open Innovation Zeiten und sogar eher eben ökosystemische Innovation. Die großen Herausforderungen unserer Zeit, das ist nicht, ob dieses Fläschchen jetzt auch noch rot rauskommt oder grün, sondern was machen wir mit Energie? Was machen wir mit Umwelt? Was machen wir mit Mobilität? Was machen wir mit Sicherheit? Und so weiter und so fort. Das kann gar nicht mehr gelöst werden, nur durch einen Akteur. Und sei er noch so groß. Es braucht Kollaboration auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und dieses Verständnis eben auch, was es bedeutet, sich als Unternehmen auf diesem Innovationsmarkt zu positionieren, ja, weil es ist ein Innovationsmarkt, der stattfindet. Also ich spreche auch von Konzepten wie Innovation Branding, also nicht Employer Branding, sondern Innovation Branding. Ich kann die Leute, die ich eigentlich brauche, nur anziehen, wenn ich einen ganz tollen Innovation Brand habe, wenn ich attraktiv erscheine auf dem Markt. Ich glaube, die großen, etwas Stereotypen bekannten Player, oder, die haben das verstanden und betreiben das auch aktiv. Ob es dann auch wirklich so ist, ist eine andere Frage, oder? Aber sich attraktiv positionieren können, nicht nur gegenüber Mitarbeitern für die Innovationsarbeit, sondern auch gegenüber von potenziellen Partnern. Weil was ja auch eine Tatsache ist, ist, dass wir diese linearen Wertschöpfungsketten in Branchen auch immer weniger haben. Die lösen sich ja auch auf. Es gibt Wertschöpfungsnetzwerke. Und das heißt, mein potenzielles Gegenüber muss wissen, für was stehe ich eigentlich hier? Auch innovationsseitig, oder? Was können wir und was können wir nicht? Sehr, sehr wichtig. Und ja, genau dieses Bewusstsein führt ganz einfach auch dazu, dass man sich sehr viel weiter bewegen muss, auch in seinen eigenen Policies als Unternehmen. Welche Leute suchen wir? Themen wie eben Kollaborationsfähigkeit ist unglaublich wichtig. Und das sagt sich mal so schnell.
Aber wenn du jetzt als Innovation Manager in einem Business drin steckst und du bist jetzt quasi wie aufgefordert, mit dem härtesten Wettbewerber in Gespräche zu treten, Stichwort Co-Opetition, oder? Dann kann das deinen eigenen Arbeitsplatz gefährden. Und dennoch weißt du, es ist unglaublich wichtig, dass diese Schritte gemacht werden müssen, oder? Oder manchmal gibt es natürlich auch Tabuthemen oder Tabupartner, mit denen man auf keinen Fall zusammenarbeiten kann. Und das sind alles ganz schwierige Dispositionen für die Innovationswelt der Zukunft. Und ich glaube, da müssen sich Unternehmen sehr stark weiter bewegen, in ganz neue Denkmuster auch reinkommen bezüglich Kollaboration, Co-Petition, auch Co-Creation, sich öffnen. Und das betrifft auch die Policies, mit denen sie Mitarbeitende führen und weiterentwickeln. Und ich glaube, die wirklich großen Unternehmen, die erkennen das schon recht gut. Die haben mehr das Problem, wie bringen sie das jetzt in die Organisationen rein, oder? So, dass es wirklich auch gelebt wird, etc. Aber ich glaube, gerade so bei mittelgroßen Unternehmen ist das in vielen Bereichen sehr, sehr herausfordernd, nach wie vor. Dürfen auch nicht vergessen, oder? Viele mittelgroße Unternehmen, die sind auch nach wie vor noch familiär beeinflusst, vielleicht manchmal sogar geführt. Durch Patrons, oder? Das ist ein Begriff, den wir sehr gerne nutzen, auch in der Schweiz. In der Schweiz gibt es sehr viele solche KMUs, die so geführt sind, entsprechend noch ein bisschen kleiner als in Deutschland. Und das sind oftmals halt auch Generationen, die ganz anders noch geprägt wurden und geprägt sind. Und das Beste, was du dann machen kannst als solcher Patron, ob Dame oder Frau, ist einfach Offenheit zu zeigen, Experimentierfreudigkeit zu zeigen, etwas mal selbst auch einfach auszuprobieren, in Kreise, in Arbeitskreise, Zirkel vielleicht auch zu gehen, in denen Themen auch thematisiert werden mit Leuten, die in ähnlichen Situationen sind. Weil das ist natürlich schon so, oder? Also wenn natürlich ein Top-Management oder vielleicht sogar oder Geschäftsleitung, Aufsichtsrat etc. in der Schweiz, Verwaltungsrat, wenn diese Leute dann einfach zu weit weg sind, dieses Verständnis einfach nicht haben, wird es ganz, ganz schwierig. Und da kann es noch so passionierte Entrepreneure geben. Die Systeme sind anders gesetzt, oder? Und hey, das beginnt manchmal bei ganz kleinen Dingen, oder? Und da kann man auch mal eine Hochschule mit einbeziehen, einfach um mal so ein ganz willkürliches Beispiel zu nehmen. Du möchtest ein neues Innovationsprojekt starten, ja, dann füll zuerst mal dieses Formular aus, oder? Jetzt ein Formular. Und dieses Formular ist dann so abgesteckt, dass ich eigentlich schon aufzeigen muss oder beweisen muss, dass es bis dann ressourcenseitig perfekt funktionieren wird, oder? Und das ist in der heutigen Zeit einfach Augenwischerei. Das ist Augenwischerei, weil schaut man sich 1000 erfolgreiche Innovationen an, oder, dann weiß man, dass dahinter 100.000 gescheiterte Innovationen und Ideen und Stränge standen. Das ist die Natur von Innovation, aber auch das Schöne und die Freude an Innovation. Es gibt aber sehr wohl Rezepte darauf, wie man antwortet. Eines ist Entrepreneurship, weil es Leute sind, die für diese Ideen einstehen, die es vielleicht mehr durchdenken, oder? Es gibt aber auch Dinge eben wie Lean Startup Approaches, oder? Dass man in kleineren, kürzeren Iterationen durchgeht und so Risiko oder mehr Prinzip aufteilen kann und so weiter, oder kollaborieren. Und das sind einfach die neuen Erfolgsrezepte. Und ein Entrepreneur der heutigen Zeit muss diese Klaviatur einfach beherrschen. Und es gibt diese Leute, es gibt sie noch nicht so viel. Wenn ich schaue von den jungen Leuten, die bei uns ins Studium kommen, die haben das schon viel mehr internalisiert, dieses Denken. Und würdest du sagen, also wenn man jetzt mal auf den Punkt auch kommt, also was konkret Entrepreneurship bringt, mal ganz platt gesagt, ne, aber auch vielleicht, was Risiken und Nebenwirkungen dieses Ansatzes sein könnten, hast du ja eben schon sehr schön beschrieben, dass es ja auch nicht nur um diesen unmittelbaren Output von Entrepreneurship geht, wie im Sinne von, ich habe ein neues Geschäftsmodell entwickelt und hier innerhalb von 2 Jahren einen riesen Value Stream aufgebaut, sondern es geht ja auch um diese ich sag mal Learning Journey, die man so ein bisschen als Unternehmen dadurch ja auch macht, um das Thema Innovationsfähigkeit, um das Thema Mindset, Kultur, laterales Denken. Also du hast ja auch, also der Weg ist ja so ein bisschen auch das Ziel, weil du eben durch diesen Ansatz des Entrepreneurships es ja auch schaffen kannst, eben die Organisation ein Stück weit zu impfen. Das war eigentlich ein sehr schönes Bild, um halt entsprechend auch die Organisation auf das Neue so ein bisschen besser vorzubereiten. So aus deinem wissenschaftlichen Background raus, gibt es da eigentlich schon auch so eine Art von, also jetzt mal blöd gesagt, Beweisführung oder Studien, die sowas aufzeigen können, dass tatsächlich halt Unternehmen
die mit Entrepreneurship-Ansätzen arbeiten, sich zum Beispiel länger am Markt halten können oder länger existieren? Also gibt es sowas? Ist das schon soweit erforscht? Also Entrepreneurship ist natürlich in verschiedenen Facetten schon recht erforscht, sage ich mal. Also nicht so sehr wie jetzt Entrepreneurship im Allgemeinen. Und auf jeden Fall gibt es Studien, die sagen, die waren erfolgreich, die waren weniger erfolgreich. Ich selbst bin recht zurückhaltend mit diesen Studien. Erfolg hat viele Kinder, oder? Und unglaublich viele Einflussfaktoren. muss aber auch sagen, aber es sind vielleicht eher auch eigene Beobachtungen und einfach auch aus eigenen Projekterfahrungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Entrepreneurship einen ganz großen Vorteil mit sich bringt. Und zwar, ich glaube, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit in Innovation dann am höchsten ist, wenn die Menschen, die dahinter stehen, die größte Begeisterung dafür einbringen können. Der Engpass ist aus meiner Sicht heute oftmals, nicht immer schon klar, aber oftmals nicht im Fachlichen. Oder man ist zu wenig kreativ oder so. Ich glaube, es geht nicht mehr so sehr um diese Dinge. Wir haben heute alle Informationen mit wenigen Klicks zur Verfügung oder sehr, sehr viel Information. Oder wir haben heute gut in unseren Ländern oder Kulturkreisen sehr, sehr gut ausgebildete Menschen etc. Der differenzierende Faktor ist, wie sehr begeistert sich jemand für eine Idee. Wie sehr ist jemand bereit, eine Extrameile zu gehen? Wie sehr ist jemand bereit, Risiken einzugehen? Auch oftmals sogar persönlich eigene Risiken, oder? Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Und da glaube ich eben, dass eines der wichtigsten Faktoren auch derjenige ist, dass Menschen sich dann am meisten für etwas einsetzen, wenn sie sich am stärksten damit identifizieren. Wenn sie merken, dieser Pfad dieser Innovation liegt auch auf meinem persönlichen Pfad der eigenen Entwicklung. Das bringt mir was. Ich habe Spaß daran, es macht mir Freude. Das wird mir etwas für meine Karriere geben. Und da sind wir wieder sehr stark auf dieser Self-Leadership-Ebene, oder? Ein guter Entrepreneur, der kennt dieser Connex, der weiß damit umzugehen. Und wir arbeiten bei uns sehr oft auch mit verschiedenen Methoden und Aspekten der positiven Psychologie, ohne jetzt da zu weit auszuholen. Oder? Aber wir wissen aus der positiven Psychologie, dass Menschen dann besonders kreativ sind, besonders viel Resilienz entwickeln, Begeisterung, Motivation entwickeln, wenn sie regelmäßig auch positive Momente, positive Gefühle empfinden in ihrer Arbeit und nicht nur Frustration, oder? Und ich komme ja eh nicht weiter. Es gibt einen Rausch. Aus meiner Sicht gibt es auch einen Grund, weshalb wir diese kleinen, Schweizerdeutsch sagt man Döckerli-Kästen oder Tischfußball haben in Startups. Das ist nicht nur einfach so ein Joke. Da geht es um positive Emotionen, da geht es um Teamspirit etc. Es geht um Engagement, es geht darum, eigene Stärken einbringen zu können, die zu spüren, ich kann diese einbringen, ich kann diese auch weiterentwickeln und entfalten. Es geht darum, in konstruktiven, tragen Beziehungen aktiv zu sein und nicht nur gegen andere, permanent nur gegen andere ankämpfen zu müssen, Sinn zu sehen in der eigenen Arbeit und Accomplishment ist auch ein wichtiges Thema, immer wieder auch zu wissen, man kommt voran, vielleicht auch nur in kleinen Schritten. Das sind so ein paar Grundsätze, Grundprinzipien aus der positiven Psychologie und ich glaube, im Umfeld von Unternehmertum, sei das Startups oder Entrepreneurship, sind die unglaublich wichtig. Und es ist wichtig, dass man die für sich selbst kennt als Entrepreneur und noch viel wichtiger ist es, wenn ich ein Teams leite von Entrepreneuren. Aber was würdest du sagen, wenn man jetzt über der Advocatus Diaboli ist, ne? Also könnte ich jetzt auch sagen, so als Führungskraft, dass wenn ich jetzt dieses unternehmerische Denken halt stark fördere, bei mir im Team oder in der Organisation, dass ich natürlich irgendwann auch das Risiko eingehe, dass dann auch Mitarbeiter mich verlassen. Weil wenn sie halt wirklich zu sich sehr starken unternehmerischen Persönlichkeit entwickeln, dann ist ja irgendwann wahrscheinlich schon die Frage im Raum, ja Mensch, aber wieso mache ich das nicht eigentlich auf eigene Rechnung für mich selber? Und das ist doch auch so ein Aspekt, oder? Was denkst du dazu? Da müsstest du definitiv über deine eigenen Bücher. Das ist meine provokative Antwort auf die provokative Frage. Dann machst du gerade was falsch. Ja. Weil entweder bist du dann zu wenig attraktiv. Ja. Oder du vergisst die Tatsache, dass Innovation und Wertschöpfung in Zukunft in Netzwerken funktioniert
Und dieser Mitarbeitende, diese Person, dieser Herr, diese Dame, vielleicht zu einem der besten Geschäftspartner wird in Zukunft, der dir unglaublich viel bringen wird. Und weißt du, bin ich naiv, oder Peter? Selbstverständlich, das ist einer der schwierigsten Mechanismen, die es zu überwinden gilt, oder? Das gilt übrigens nicht nur für Unternehmen, sondern auch für öffentliche Institutionen und so, wo es durchaus auch gewisse Formen von Entrepreneurship gibt. Aber ich glaube, dieses Denkmuster, das funktioniert noch 10, 20 Jahre. Und dann funktionierst vielleicht sogar du nicht mehr als Unternehmen, oder? Also Personen, gerade wenn sie Entrepreneure sind, oder? Nimm sie nur ins Unternehmen, wenn du ihnen auch diese Freiheiten geben kannst und willst. Und ansonsten betreib andere Formen von Innovationsinstrumenten. Ich mache nochmal so ein bisschen so eine Gegenüberstellung, vielleicht gegen Ende des Podcasts jetzt. Die Rolle des klassischen Innovationsmanagers. Sollten denn aus deiner Sicht, Adrian, in Zukunft alle oder viele oder zum Teil vielleicht auch gar nicht InnovationsmanagerInnen denn in die Rolle des Intrapreneurs schlüpfen? Denkst du, dass das tragfähig für die Zukunft ist? Oder sollten diese Rollen eventuell personell sogar getrennt sein? Also ich würde so weit gehen, Sebastian, das ist eigentlich die falsche Frage, oder? Also es ist nicht, das ist ein Innovationsmanager und das ein Entrepreneur. Ich glaube, Innovation, gerade wenn es substanzielle Innovation ist, funktioniert gar nicht mehr ohne dieses unternehmerische Denken und Handeln. Also die Kraft, die du brauchst, um in größeren Konzernen intern vorwärts zu kommen, ist größer als erfolgreich auf dem Markt unterwegs zu sein. Du musst das mitbringen. Wenn du ein Verständnis von Innovation Managern hast, das eher administrativ angelegt ist, oder, dann verhält sich das anders. Aber wenn ich einen Innovation Manager verstehe als der unterstützt hier aktiv, oder, die Emergenz von neuen Ideen, von neuen Geschäftsopportunitäten etc., ist es gar nicht mehr anders zu denken. Und Entrepreneurship ist, ich spreche jetzt vielleicht vom Mindset, den Instrumenten gehört für mich als festes Methodenrepertoire in jede Innovation-Management-Ausbildung hinein. Gibt es denn eine Phase vielleicht im Innovationsprozess, wenn wir den so ein bisschen sequenziell schon betrachten, obwohl du sagst, es ist ja ganzheitlich, gibt es denn irgendwo einen Punkt, wo besondere Wirksamkeit entsteht, des Entrepreneurs in der Rolle des Innovationsmanagers? Auch das ist eine spannende Frage. Habe ich mir ehrlich gesagt so noch nie überlegt. Und spontan würde man sofort sagen, ja selbstverständlich, je weiter hinten im Innovationsprozess, desto wichtiger. Aber ich glaube, das würde zu kurz greifen, oder? Weil Entrepreneurship ist eben gekennzeichnet durch diese Lateralität, oder? Also das ist eben von der Inkubation, vom Entdecken, der Exploration einer Idee bis hin zur erfolgreichen Innovation im Markt, ist es ja genau dieser unternehmerische Geist, der eigentlich alles vorantreibt, oder? Und ich glaube, ein guter Entrepreneur, der ist auch ein absolut exzellenter Radar, sag ich mal, für neue Opportunitäten, die aufkommen, von wo das auch immer kommt, oder? Ob er das aus Trend One Studien kriegt oder aus Marktforschungsstudien oder aus Gesprächen mit Kunden, spielt gar keine Rolle, oder? Und ich habe eine Tendenz dazu zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass es da einen großen Unterschied gibt, weil es eben eher eine orthogonale Logik ist, oder? Also wir haben immer so diesen von links nach rechts Innovationsprozess, oder? Und Entrepreneurship ist 90 Grad dazu. Und lass uns dann mal jetzt zum Abschluss nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen, ins Jahr 2030. Was glaubst du, welche Bedeutung werden Entrepreneure dann haben? Also sind sie dann quasi so die neuen Stars, um die sich Unternehmen reißen, die halt wirklich diese genialen Ideen und diese Power in Unternehmen reinpushen? Was glaubst du, welchen Stellenwert wird dieses Thema in 9 Jahren haben? Ja gut, 9 Jahre ist nicht so weit in der Zukunft, oder? Also auch Ökonomie und Unternehmen brauchen gewisse Zeiten, um Geschäftsmodelle anzupassen, oder? Aber die Bedeutung wird garantiert stark ansteigen. Also das ist wie, du fragst ein bisschen, was versteht man dann unter Entrepreneurship, oder? Schaut euch mal auch in eurem Umfeld vielleicht an, oder? Mit Medien, Technologie etc., oder? Neuen Geschäftsmodellen. Jüngere Leute, die wechseln x-mal ihre Jobs und Positionen. Und wir bilden bei uns so aus, in unserem Master, dass wir sagen, wir bilden euch nicht zu Startup-Gründerinnen und Gründern oder Corporate Innovation und Manager und Entrepreneur aus, sondern wir vermitteln euch eine Kompetenz. Und diese Kompetenz heißt Entrepreneurial Innovation.
Und wenn ihr euer Masterstudium erfolgreich absolviert, dann habt ihr diese Kompetenz in Entrepreneurial Innovation erworben. Und ihr werdet in Startups, in Corporates, in öffentlichen Institutionen genau gleich diese Kompetenz einsetzen und anwenden können. Weil genau jede Organisation braucht das, oder? Und es ist uns sonnenklar, dass diese Karriereverläufe viel multipler sein werden. Die werden auch nicht so klar sein. Jetzt gründest du ein tolles Fintech-Startup und gehst in eine Kooperation, die beteiligen sich, eine große Bank beteiligt sich. Was bist du jetzt, da oder dort? Du wirst hin und her springen und diese Grenzen graduell oder dann eben überwinden, nach links oder rechts, oben, unten, vorne und hinten. Ja. Und von dem her, glaube ich, ist es wichtig, Entschuldigung, wenn ich den Gedanken noch fertig mache, oder also unsere Überzeugung mit Entrepreneurial Innovation ist es eben genau auch, dass das alles verschmelzen wird. Und diese Kompetenz, die steht im Zentrum. Auf der einen Seite, ne, diese Kompetenz, die verschmilzt vielleicht zu so einer Keystone-Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, wer das mal so übertitelt hat, so, die in jeder Organisation, egal in welcher Branche, egal in welchem Umfeld vorhanden sein muss, weil das Wesen von Unternehmungen, ich weiß, Peter Drucker hat es, glaube ich, mal gesagt, ist Innovation und Marketing. Mehr als das brauchen eigentlich Unternehmen gar nicht. So, und das unterschreibt auch so ein bisschen das, was du sagst, und vor allen Dingen diese Fluidität, ne, dass diese Grenzen immer weiter in ihrer Wichtigkeit abnehmen werden und dass man halt darüber hinausschauen muss, diese schnellen Wechsel dazwischen, dieses Oszillierende. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Bild zum Abschluss. Vielen Dank, Adrian, dass du heute unser Gast im Podcast warst. Es war absolut inspirierend, das muss ich wirklich sagen. Also es hat mich tief beeindruckt, wie du über die Themen so gehst und was das für eine Flughöhe hat. Vielen lieben Dank für die vielen Gedanken und Insights hier im Podcast. Ich danke euch sehr herzlich für die Einladung. Es hat auch mir sehr Spaß gemacht. Merci. Ja, wunderbar. Gerne wieder. Vielen Dank. Wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören. Unsere nächste Erfolge erscheint wie immer in 14 Tagen am Donnerstag, dann den 5. August. Und klickt gerne auf den Abonnieren-Button in eurer Podcast-App, damit ihr keine Folge verpasst. Und teilt auch gerne unsere Folgen auf LinkedIn mit einem kleinen Kommentar dazu. Das hilft uns, den Podcast bekannter zu machen. Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Habt einen schönen Sommer. Macht's gut. Tschüss.